Jo Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft MineCity3. Ich bin gerade auf dem Weg zum Todesstern bzw. zum Haus vom Lord Kai, was ich in der letzten Folge vorstellen wollte, und dann habe ich ja doch nicht getan, deswegen machen wir das in dieser Folge, liebe Leute. So, mein Balken habe ich in der letzten Folge schon abgerissen. Schauen wir uns das Ganze doch erstmal so ein bisschen von oben an. Interessant, ne? Er hat so eine Insel gebaut, wo das Haus oben drauf steht. Ich kann euch das mal kurz von unten zeigen. Das ist so eine schwebende Insel hier, schön mit den Düsen dran. Voll die vier gigantischen Düsen. Auch krasse Idee, ne? Hast coole Ideen auf jeden Fall. Hat der hier noch so einen fetten Wald? Oder so einen kleinen Garten, sagen wir es mal so. Ist von hinten auch noch was zu sehen? Oh, tatsächlich. Alter, der hat noch einen Garten da. Wie geil das aussieht. Das sieht echt gut aus, Leute. Hat er sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Da gehen wir jetzt rein. Erstmal lande ich schön hier auf dem Baum. Dann eins runter. Und dann sind wir schon in der Oase drinnen, ne? Hier ist ein bisschen Wasser drinnen. Okay, ein paar Korallen hat er hier drin. Oh, ein kleiner Fisch war da. Gut, auf jeden Fall sehr grün alles. Man könnte denken, man steht auf dem Hochhaus, obwohl man gar kein Hochhaus ist. Was steht da? Hier wohnt Lord Kai, hier wohnt Lord Kai. Oh, doppelt gemoppelt. Okay, Regal. Hier geht's nach unten. Alter, wie geil. Der hat die Maschinengewehre unten drinne. What? Was geht ab, ey? Voll gesichert. Ja, krasse Idee. War ganz gut mit dem Zukunftsbereich irgendwie, ne? Aktivierung, erster Luftabwehrsystem. Alles klar. Oh mein Gott, da fummel ich lieber nicht rum. Nachher schieße ich hier was ab. Was sind das? Alter, also PCs hier, ne? Hä? Was ist denn jetzt los? What the fuck, Alter? Hä? Ach, mein Ladegerät ist gar nicht auf. Ich habe meinen Stecker drin im Controller. Ja, toll, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen rumlaufen in mein Zimmer und muss jetzt erstmal den Stecker überhaupt in die PlayStation stecken. Was behindert ist das denn? Ich dachte, der wäre ganz da drin, aber ich habe das Kabel nicht gesehen. Jetzt geh doch mal rein, du. Ah, mal diese Kabel, die mich aufregen. Jetzt ist mein Controller wieder angeschossen. Was geht ab, ey? Ich habe schon gerade eine ganze Folge aufgenommen. Ohne dass der Controller leer ging. Ha, auch nicht schlecht. Kann ich mich wieder bewegen? Hallo? Ja, endlich, jetzt geht's wieder. Ja, die ganzen NASA-PCs. Aktivierung, zweiter Luftabwehrsystem. Und lass mich raten, dritter gibt's auch noch? Alter, wie heftig das mit den Maschinengewehren auch aussieht, ne? Schon geil gemacht. Was ist das denn hier für eine Judomatte? Soll eine Erdbeere sein? Hier ist auch noch Wasser überall drinne. Na, ihr kleinen Glubschi-Fische, alles klar bei euch? Riesen-Aquarium hat da hier drin. Cool. Ach, was steht da? Radarsysteme. Ach so, da stand gerade was dran. Ja, dann gehen wir doch mal nach oben, ne? Schauen wir mal, was da so abgeht. Also, hier kamen wir ja. Was haben wir hier? Toilette? Okay. Cool gemacht das übrigens, ne? Muss ich sagen, das sieht gut aus. Okay. Alter, höre ich jetzt Katzen oder habe ich mich jetzt verhört? Hä? Ach, hier ist eine Katze, aber irgendwie steckt der Kopf da komisch drin. Ich wollte gerade sagen, hä? Habe ich mich jetzt verhört? Höre ich jetzt in echt Katzen? Draus gehen wir gleich. Wir bleiben noch ein bisschen drin. Ich muss gerade... Ach, hier geht es auch runter. Hier geht's hoch. Ach, hier muss ich nochmal rein. Alter, ich verlaufe mich hier. Der Küchenbereich, beziehungsweise die Küche. Okay. Ja, krass, ey. Komm, das merkt er sowieso nicht, dass einer weg ist. Oh, Mann. Zweite Etage. Alter, ach, das ist eine Hantelbank. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Bett? Ah, eine Hantelbank hat er gebaut. Okay. Oh, Gaming-Zentrale hier, oder was? Okay, fetten Fernseher. Schöne Teppiche hast du. Alter, geile Aussicht, wenn man hier pennt. Und dann kann man da MineCity beobachten. Heftig. Okay, Kleiderschrank. Ja, das Übliche hier.
Okay. Gut, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir doch mal in den Garten. Wer ist denn da oben? Haut derjenige direkt schon ab. Alter, hier ist ja noch mehr Kuchen. Eins, zwei, drei, vier. Ah, cooler Grill, auch mit dem Feuer gemacht. Das finde ich cool. Das kann man auf jeden Fall so machen. Meine Fresse. Wow. Ey, Fjotschakalala. Was ist, hast denn da unten eingebaut? Ach, das ist so ein Whirlpool. So ein beheizter Pool ist das. Wegen diesen Lavastein. Guck mal, da fliegt die Rakete hoch. Und da ist die zweite. Ah, der will's wissen, ne? Schön. Dann haben wir doch diese Rakete hier von dir. Die hat auch eine gute Form. Die gefällt mir auch gut. Dort ist irgendwo ein Schild dran. Ne? Warte mal, war das nicht hier? Da ist ein Schild. Made in Germany for Donald Trump. Das ist auch cool gemacht hier. Schön. Aber ich muss sagen, es ist bis jetzt ein Highlight von My City 3. Das alles, was er gebaut hat. Die drei Sachen. Ah ja, da kann man es. So kann man es ganz gut einfangen, ne? Wohl, warte mal. Ich fliege mal kurz noch ein bisschen weiter weg hier. Kann man die drei Sachen direkt auf ein Bild kriegen? Schwierig, ne? Schwierig. Bisschen weit auseinander. Aber auf jeden Fall richtig cool. Wie fett, ey. Leute, man muss ja immer so eine fette Idee kommen, oder? Geil. So, ja, den anderen Balken muss ich stehen lassen für Easy Gamer. Denn der möchte das wahrscheinlich auch nochmal vorstellen. Kann er gerne tun. Dann haben wir den Western-Bereich. Hier habe ich gesehen, hier gibt es doch bald noch eine zweite Lokomotive. Die habe ich irgendwo hier gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ob es auf der anderen Seite war. Boah, was ist denn hier gebaut? Ein Canyon? Alter, auch die Schienen sehen ja geil aus. Das ist übrigens der Western-Bereich. Krass, ne? Ach ja, ich wollte ja einen Bereich für Geschenke haben, suchen. Habe ich ja ganz vergessen. What the fuck, Alter? Ist das geil oder ist das geil? Oh. Ach, wie geil. Was wird denn hier gebaut? Ein See oder ein Meer? Boah. Boah. Alter, der Bereich sieht so schön aus, ne? Ohne Scheiß. Das ist der Westernbereich, Leute. Guckt euch das mal an. Wie geil sieht das denn bitte schön aus? Ich habe noch nie richtig eine Westernstadt in Minecraft gesehen und boah, Alter. Das ist ja schon richtig Deluxe. Das ist schön. Irgendwo habe ich doch noch eine Bahn gesehen oder habe ich mich verguckt? Ist auch ein Geschenk? Ah, apropos Geschenke, bevor ich es jetzt vergesse, wir machen jetzt einen Geschenkebereich. Ein Geschenkebereich. Wo will man einen Geschenkebereich haben? Gerne haben. So. Ich baue jetzt einfach mal hier einen Geschenkebereich hin, Leute. Was nehmen wir denn dafür? Diese Farbe. Violetten Beton nehme ich dafür. Und wir bauen jetzt einfach mal einen kleinen Geschenkebereich hin, ja? So. In diesem Bereich könnt ihr gerne Geschenke hinterlassen, die für mich oder für Easy Gamer sind oder für jemand anderes. Ihr könnt natürlich auch für jemand anderen hier Geschenke hinbauen. Nur bitte nicht überall in der Stadt verstreuen die Geschenke. Sonst muss man die mal wieder abbauen. Wir machen hier einen kleinen Platz. Vielleicht baut ja, wie gesagt, jemand noch einen Weihnachtsmarkt. Dann kann man da auch Geschenke platzieren. Aber den haben wir ja noch nicht. Deswegen ist dieser Bereich für Geschenke geeignet. Alle Geschenke für irgendjemanden bitte nur in diesen Bereich rein. So, passt ja auch ein Kunterbunt-Bereich ganz gut rein, auch von den Farben her. Ja, und da kann man ab und zu mal gucken, welche Geschenke da so rumstehen. So, der ist auch nicht so weit weg hier, der Bereich. Der Spawn, er ist ja gleich direkt schon hinter diesem Haus so gesehen. Hier könnt ihr gerne Geschenke reinpacken. Ich kann auch noch mal hier kurz ein Schild reinschreiben. So, zack. Aber wer diese Folge jetzt sieht, der weiß Bescheid. Ansonsten schreibe ich ja, wie gesagt, hier nochmal eben ein Schild. So, nur für Geschenke. Wir wollen ja gutes Deutsch hier haben. So, dieser Bereich ist nur für Geschenke. Hier könnt ihr gerne Geschenke reinpacken, ne? Dann gehen wir jetzt mal zu diesem ein Geschenk. Ich habe da ein Geschenk doch gerade gesehen. Hier.
Hier ist das Geschenk. So. Ah, oh, gut gemacht, auf jeden Fall. Wut. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt für mich ist, aber es sieht aus, als sollte ich es vorstellen. Von Soltan für Screenie. Ah, ist doch für mich. Bitte nur an Weihnachten öffnen. Ah, okay, dann. Kommando zurück, dann wird das erst Weihnachten geöffnet. So, wir nehmen dafür mal den Trockenbeton, den roten, für diese Dinger. So, einfach oben drüber machen. Habe ich nicht gelesen, dass das erst an Weihnachten geöffnet werden soll. Dann mache ich das natürlich. Oder kurz nach Weihnachten oder kurz vorher, muss ich mal schauen. Aber wir haben ja noch ein paar Tage. Was haben wir denn hier? Für Screen Fun, Leute. Danke auf jeden Fall. Danke. Aber wie gesagt, bitte die Geschenke. Schneebälle? Du weißt schon, dass der explodiert, ne? Okay. Gut. Habe ich jetzt nicht erwartet. Machen wir das Geschenk auch mal weg hier. So, ich kann keine Geschenke mehr sehen. Ich bin der Grinch, Alter. Ich hasse Weihnachten. Nein, Spaß. So. Ja, Leute, ich werde nochmal hier dieses Geschenk abreißen. Und wir beenden jetzt die Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst gerne mal ein Like da. Schaut bei Easy Gamer vorbei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt M3. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao mit V. Tschö.